und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind immer noch unterwegs in OMSI 2 auf Bad Hügelsdorf mit der Linie 318 vom Erlengrund Richtung Hauptbahnhof. Ja, in der ersten Folge, wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir nicht so viel geschafft, da wir ja dann doch einige Probleme hatten, um die Kurven zu kommen, beziehungsweise einige Kollisionsprobleme hier auf der Linie hatten, aber naja. Wenn wir Glück haben, ist jetzt wieder alles gut. Wenn nicht, werden es 3 Folgen. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Das machen. So. Dann habe ich auch meine Zeiten im Blick. Dann passt das alles wieder. So. Einmal durch die idyllische Landschaft hier. Wo auch immer. Ich weiß immer noch nicht, wo Bad Hügelsdorf spielt. Hier ist eine Haltestelle, aber hier will keiner rein raus. Gut. Hier, solche Haltestellen könnten sie aber auch ruhig mal ein bisschen vorher ankündigen, ne? So einen Kilometer vorher, damit man noch Zeit hat zum Bremsen und nicht voll in die Eisen gehen muss. Gut, dass du bremst. Und gut, dass du bremsen wie was weiß ich nicht was hast und von 0 auf 100, von 100 auf 0 stehen bleibst. So. Komm, gib Gas hier. Aber dafür ist der Vorteil, dass man hier wirklich kaum Ampeln hat. Also hier kann man einfach durchfahren, durchballern. Das funktioniert. Außer man hält das Bus mal zwischenzeitlich an. Ja, aber ansonsten hat man keine Ampeln. Kein Stress, alles ist gut. Außer man hat Haltestellen und muss anhalten. Ah, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt. Sie, hallo. Hi. Moin, moin. Rein, können Sie rausgucken. Oh ja, wo soll ich denn? René's Reiterhof. Ah ja. Was hat der René getan, dass er eine extra Haltestelle kriegt? Oder wohnt er so? Ja, wir werden es ja gleich sehen, ob er so weit außerhalb wohnt oder nicht. Werden wir ja gleich sehen. Wir fahren übrigens, weil ich habe es im ersten Video auch nicht erwähnt, aber ist ja nicht so schlimm, den MAN A21 in einer Überland-Variante. So, René's Reiterhof. Ja, okay, das kann man als außerhalb bezeichnen. Das ist okay. Dürft rein? Nein, okay. Aber wie man hier sieht, in einer schönen Überlandvariante. Die mag ich übrigens am liebsten, die Überlandfahrzeuge. Die sind am gemütlichsten. Anstatt die normalen. So. Besonders bei längeren Fahrten sind die hier gemütlicher als die normalen, ganz normalen Linienbusse. Weidmannsheil. Macht man das nicht im Bergbau? Nee. War Glück auf. War denn Weidmannsheil? Wagen 501 für die Leitstelle. Wagen 501 hier, was gibt's? Du, Heinz, der Erik vermisst dein Handy. Kann es sein, dass er einen Wechsel im Bus liegen gelassen hat? Ich habe hier gerade eins gefunden. Bring ich dann später vorbei. Na, fantastisch. Da wird er sich freuen. Die Funksprüche gefallen mir immer noch. Das ist eine richtig gelungene Abwechslung hier zwischenzeitlich. Boah,
Nur weil die Nummer ganz schlecht war, wie der letzte Henker. Ja. Nicht meckern, machen lassen. Wer hat den Busführerschein gemacht? Ich oder ihr? Ja, ich auch nicht, aber die anderen auch nicht. So, will jemand rein? Nein? Gut. Ich nicht? Nein. Kommt da jemand? Oh, sehr wenig los hier an einem... Was für ein Tag nehme ich das auf? An einem Dienstag, ne? Meine ich. Ja doch, wir haben heute Dienstag. An einem Dienstag. Das ist sehr wenig Verkehr hier. Und das ist sehr gefährlich. Wenn ich jetzt einmal so mache, liegen wir im Grab. Ach, da sind Leute. Stimmt, ich war gerade bei Weidmannsheil. Wo sagt man das? Ich weiß, mir fällt es tatsächlich nicht ein. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo man Weidmannsheil schreibt. Hallo. Oder sagt. Hallo. Muss ich hier oben? Ich muss gar nicht blinken. Eine ganz normale Kurve. Eine enge Kurve. So, wieder 80. Na gut. Und dann sehen wir halt wieder die Haltestellen nicht. Außerdem, wenn man hier 80 fährt, so wie es das Schild hier halt vorgibt, dann meckern die wieder alle in den Kurven. Warum man denn so blöd so schlecht fahren würde, verstehe ich nicht. Ah, da kommt. Okay, kommt doch, genau. Der macht, interessiert mich nicht. Der ist noch weit genug weg und der hat Bremsen. Hat der gerade gesagt, ich will zu meiner Mama? Hat das richtig verstanden? Das nur, weil ich einmal ein Schild berührt habe mit dem Fahrzeug? War ja noch nicht mal, glaube ich, ein Auto, oder? Nee, es war noch nicht mal ein Auto, es war nur ein Schild, was ich berührt habe. Schon wird gemeckert. Naja, gut. Was soll man machen? Ist halt so. Kann man nichts dran ändern. Jetzt muss ich einen Abstand von dem halten, ich weiß nicht wohin. Montag bis Samstag, wir haben Dienstag. Ja komm, wenn ihr stehen bleibt, dann kann ich, das ist mir das egal. Ich habe auf unsere Linie drauf. Mal nachgucken. Ja, 318 Hauptbahnhof. Okay, dann glauben wir dem das mal, dass wir hier lang müssen. Dankeschön. Mann, ich habe wohl vergessen, wie mein Auto fährt, ey. Das habe ich jetzt erstmal 5 Minuten Verspätung, ey. Die darf ich jetzt erst mal einholen.
Und ich lasse mir dann wieder anhören, was die Fahrgäste zu sagen haben. Ehrlich, hammergeil. Läuft. Schleife. Ja, manche haben wirklich vergessen, wie man Auto fährt. Also da muss ich dem Kollegen recht geben. Der biegen, ne? Ja. Warum? Warum schaffe ich das nie? Und warum muss ich hier lang? Das ist doch totaler Schwachsinn, die Routenführung. Na, Stadtplaner halt. Stadtplaner im Saal. Wo bauen wir denn noch eine Bushaltestelle hin? Da, wo es die Busfahrer meist ärgert. Perfekt, machen wir. So. Gott zum Gruß. Hallo. Hey, auf den Rückspiegel. Die Ansicht erst. Und dann bringt er nichts. Weg. Keiner, gut. Oh Mann, ey. Gut, dass der Bus hier mitten ins Industriegebiet fährt und per Bürogebäude, das finde ich gut. Dass man auch relativ nah an einem Bürogebäude da dann eine Haltestelle hat, ist auch okay, aber die Schleife war wirklich sinnlos. Hätte man die halt schon ein bisschen woanders hinlegen können. Wenn Sie mal anständig fahren? Nein. Anständig fahren ist ausverkauft. Hallo. 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 Dann kann ich auch weiter blinken, ist doch egal. Schlesierstraße. Wie steht der denn da? Oh Mann. Du hättest eigentlich warten müssen, Kollege. Naja, gut. Manchmal, ne, wie der Kollege vorhin über Funk ja schon sagte, manche haben echt vergessen, wie man Auto fährt. Will hier nicht jemand rein oder raus? Nein, gut. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt nimmst du die nächste. Wenn du 3 Kilometer laufen musst. Auto Minkel. Was?
Ein Autohaus mit einer eigenen... Ja, es, ich weiß, es gibt so komische Namen, aber heißt das Ding wirklich Auto-Minkel? Tatsächlich. Und da ist der Autohaus dafür. Jemand rein. Möchte Omsi funktionieren? Dankeschön. So, ich weiß natürlich, dass es solche Haltestellen auch manchmal in Städten gibt. Das ist ja auch gar kein Thema, aber... Reiterhof... Autohaus... Oh ja, gut. Den Stadtplaner ein bisschen... Oder der Haltestellenplaner. Weiß gerade gar nicht, wer das in der Stadt alles macht, solche Haltestellenplaner. Ob das die Verkehrsbetriebe mit den Namen machen? Endhaltestelle. Ich? Bitte alle aussteigen. Oh, okay. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 301 in Richtung Hildegardplatz über Augustaplatz. 303 in Richtung Weseneck Friedhof. 304. 316 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße Malgerweg. Und wo genau halte ich jetzt an? Bahnhof Buschteig 6, da fahre ich los. Hier eigentlich kein Fahrplan in dem Fahrzeug. Sieht nicht danach aus, weil wo halte ich denn an? Eine verdammt gute Frage. Zwei, drei, vier. Fünf. Ah, da ist die sechs, okay. Dann werde ich wohl hier anhalten. Ja, vor mir steht ja auch eine 318. Gut. Ja, zu spät, ich weiß. Gut, damit würde ich sagen, war es das auch mit diesem Video und mit dieser Linie hier. Mal ein bisschen laut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitter. Einmal alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage in jedem Falle bis zum nächsten Mal und ciao.